Es gibt mehr Mittel für die Bundeswehr, das ist schön. Aber solange das Verteidigungsministerium nicht in der Lage ist, diese Mittel zielgerichtet einzusetzen, damit das Material auch bei der Truppe ankommt, ist die Freude heute überschaubar. Und ich bringe ein konkretes Beispiel. Die Soldaten der Spezialkräfte Marine, Kampftaucher, haben derzeit nicht ein einziges der vier sogenannten Festrumpf-Schlauchboote. Nicht ein einziges. Alle in der Tonne, null, zero, alle weg. Die Mittel für neue Boote standen schon im letzten Haushalt. Im Bein ist blöderweise nur keiner da, der die Ausschreibung in die Hand nimmt.